Willkommen zurück hier am Rennwochenende mit Formel 1 2014. Ich bin der Bio und wir befinden uns hier in Großbritannien beim großen Preis von, lass mich jetzt lügen, Silverstone ist es. Ja, ich habe eigentlich weiß ich, was so Formel 1 sein. Manchmal hast du immer so eine Hänger. Gut, wollen wir mal jetzt hier nicht lange labern und wir haben ein bisschen was vor uns hier mit dem Preis. Ich will unbedingt noch so ein Lenkrad haben. Da muss ich mal gucken, dass ich mal so ein Lenkrad mal besorge. Die sind ja nun wirklich, wirklich teuer. Wir sind Position 3. Vorne natürlich Lewis Hamilton. Wir sind, wie gesagt, 3. Und Felipe Massa ist auf Position 10. Wir hoffen, dass wir jetzt hier uns den Sieg holen. Alonso auf Position 2. Wahnsinn. Ja, die kommen perfekt durch die Mitte durch. Das hat sich gelohnt. Oh, hier rutscht mal raus aus der Kurve. Können uns auch schon wieder gut absetzen. Das war ideal gewesen. Links, rechts, alles voll. Wir fahren durch die goldene Mitte und holen uns den ersten Platz. So muss es sein. So macht Spaß. Wie gesagt, wir haben jetzt die richtige Einstellung. Die anderen werden wahrscheinlich in Einstellungen mit Regen gefahren sein. Ich hatte... Oh. Ich habe ja die Trockeneinstellungen genommen gehabt und eigentlich müsste ich jetzt eigentlich besser dastehen. Eigentlich. Müssen wir mal gucken. Eigentlich ist immer so ein gutes Wort. Ja, 13 Runden jetzt hier von Silverstone. Also lehnt euch da zurück. Wird ein bisschen dauern. Allerdings dauern ja hier diese ganzen Rennsimulationen bei uns immer eine halbe Stunde, habe ich das Gefühl. Wie gesagt, wir nehmen hier in 1080p auf 60 Frames. Oh, und das finde ich schon echt geil. Setzt nochmal für unseren Kanal doch nochmal einen neuen Maßstab. Wir haben auch unser Logo jetzt wieder nicht neu, sondern ein bisschen verändert. Dass ihr jetzt nicht mal jetzt irgendwo jetzt in Ecken immer irgendeinen schwarzen Balken habt. Oder so einen schwarzen Kasten. Sondern jetzt seht ihr ja bloß noch dieses MHD-Logo. Also wir versuchen es wirklich ein bisschen immer zu verfeinern. Dass wir hier immer so einen schönen Standard bekommen irgendwann mal. Wenn ihr jetzt auch den neuen Trailer schon gesehen habt, wir haben jetzt auch eine eigene Website. Wir hatten uns ja mal eine ganze Zeit lang überlegt gehabt, was wir machen wollen. Ob wir jetzt nun Facebook oder eigene Internetseite, Twitter oder weiß ich, wie sie alle heißen. Haben wir uns jetzt für eine eigene Website entschieden. Da könnt ihr dann auf und könnt ihr natürlich mit uns zusammensetzen zum Beispiel und ein bisschen quatschen so über die Spiele und habt ihr nicht gesehen. Wir haben auch, also ich versuche so ein Simulation-News zu machen, wenn halt jetzt irgendwelche neuen Informationen zu neuen Simulationsspielen kommen, die dann halt da hinzuschreiben. Ist halt immer noch ein bisschen zwischen der Arbeit halt, muss es dann halt sein und wie gesagt, wie Let's Playen, Video bearbeiten, muss man dann halt immer gucken, wie man es dann halt so schafft. Deswegen auch da mal jetzt nicht sauer sein, wenn jetzt mal am Tag keine News kommen. Aber manchmal liegt es vielleicht auch daran, dass es gar keine News gibt. Was so in den Simulationsbereich geht. Und da könnt ihr gerne mal raufgehen, würden wir uns freuen. Hervorragende Runde. Ich habe selten eine bessere Leistung gesehen. Mach genauso bis zum Ende weiter. Mann, wir wurden ja mal richtig gelobt. Ja, könnt ihr, wie gesagt, gerne mal raufgehen und euch mal so ein bisschen euch umschauen.
Und wenn es euch gefällt, wie gesagt, dann könnt ihr euch da auch registrieren. Und wir haben, wie gesagt, für alles einen Post gemacht, so Rennwochenende. Den Landwirtschaftssimulator oder wie sie alle heißen, unsere ganzen Let's Plays, auch die alten Let's Plays, da könnt ihr dann reinschreiben, was euch so gefallen hat oder was wir da vielleicht mal, oder auch was wir machen könnten, könnt ihr zum Beispiel mal reinschreiben. Also wie gesagt, das ist so die Tür jetzt, sage ich mal, die wir jetzt haben wollten, dass ihr euch jetzt wirklich mal mit uns außerhalb auch YouTube mal in Verbindung setzen könnt. Ihr könnt euch natürlich alle Posts und so, also alle Tweets oder ja, Forum könnt ihr euch alle durchlesen. Wie gesagt, aber meiner Meinung nach hatten wir das so eingestellt gehabt, dass ihr euch, wie gesagt, wirklich registrieren müsst, denn, um halt mit uns zu kommunizieren. Um halt natürlich auch der Vorsichtshalber halt nicht auf dass man dann halt irgendwie beleidigt wird, denn oder so. Hatten wir uns dann dafür entschieden, dass wir ja doch eine Registrierung haben möchten. Weil ihr wisst ja, es gibt ja genug Kinder hier draußen, die dann halt ihren Frust dann abschieben, weil sie den Kanal hier vielleicht nicht mögen oder vielleicht Kommentare jetzt von uns nicht toll finden oder so. Und dann, ja, dann fangen sie an, hier rumzustressen, sage ich mal jetzt auf gut Deutsch. Wir kennen das bestimmt schon alles. Weil ich nämlich gesehen habe, viele bei uns auf dem Kanal haben auch irgendwas mit Let's Plays so zu tun. Ich meine, da müsst ihr das ja dann am besten wissen. Aber wie gesagt, der Ice Dragon war halt komplett gegen Facebook gewesen. Und da haben wir uns dann halt für die Website entschieden. Entschieden. Die ist dann halt, wie gesagt, www.microhazard-tv.de. Das ist keine kostenlose Website, also keine komische Werbung. Links, rechts, oben, unten, überhaupt keine Werbung. Und da braucht ihr keine Angst haben, dass ihr da jetzt irgendwie in so eine Werbefalle tretet. Ja, würden wir uns auf jeden Fall freuen. Wie gesagt, auch der neue Trailer jetzt, also unser neues Intro-Video, seht ihr am Ende dann unsere Internetseite. Das hat man natürlich auch alles neu gemacht. Also viel, viel Neues hier bei uns auf dem Kanal, nur um den Standard ein bisschen anzuheben, sage ich jetzt mal. Um uns vielleicht doch ein bisschen abzuheben, sage ich mal jetzt von den, also es gibt ja wirklich nun wirklich viele Let's Player, die das ja wirklich machen. Finde ich auch toll, muss ich ganz ehrlich sagen, wie gesagt, wir machen es ja auch. Es macht schon Spaß, also wie gesagt, ich meine, wir zocken ja die Spiele sowieso, das muss man ja mal dazu sagen. Und warum denn nicht halt währenddessen aufnehmen und ein bisschen bearbeiten und so, ist ja nichts Schlimmes eigentlich so an sich. Aber es gibt halt so Let's Player, wo ich mir dann so denke, so, die man so mal zufällig mal gesehen hat. Ich meine, bevor wir jetzt angefangen haben, habe ich auch ganz gerne Let's Plays geguckt. Und gerade auch so informationshalber halt, mich das Spiel erstmal vorher anzugucken, sowas kann mir so eine Zeitung halt nicht bieten. Ja, dass so eine Zeitung berichtet halt nur über das Spiel so, okay, aber man kann sich davon keinen eigenen Eindruck jetzt machen. Und so ein Let's Play ist dann schon was anderes, da könnt ihr euch dann, also da kann man sich das halt wirklich wunderbar angucken, um vielleicht die Kaufentscheidung auch ein bisschen abzunehmen, sage ich mal. Da reicht es meistens schon wirklich jetzt hier eine, zwei Folgen mal zugucken und dann kann man dann halt entscheiden, ja, mir gefällt es nicht. Und ja, da kann man sich dann halt wirklich dann das halt im Let's Play dann angucken. Deswegen habe ich mir wirklich so die Let's Plays auch angeguckt. Und ich denke mal, das wird bei euch ja genau der gleiche Grund sein. Ja, ab und zu gibt es dann mal Momente, ja, da ist man dann so frustriert oder so. Und dann gibt es aber doch die Momente, wo man sich dann wirklich einen ablacht. Deswegen, ihr werdet jetzt auch in diesem Monat auf jeden Fall ein Let's Play sehen, was nichts mit einer Simulation zu tun hat. Also, das kann ich euch auch schon mal sagen. Hat wirklich mal nichts mit einer Simulation zu tun. Ist mein Singleplayer-Projekt. Ich und der Icebringer haben ja so ein... Ja... wollen ja jetzt ein eigenes Singleplayer-Projekt machen. Also ich hatte ja schon ein paar einzelne gehabt, aber der Ice-Dragon halt noch nicht. Und der Ice-Dragon möchte ja den Banished machen. Solltet ihr da auf jeden Fall mal reingucken.
wie gesagt, und ich Let's Play, ja, ein Singleplayer-Spiel, was halt wirklich mal nichts mit Simulation zu tun hat. Es ist kein Aufbau oder sonst irgendwas. Es ist wirklich mal ein Spiel. Ja, ich will jetzt halt noch nicht so viel verraten, weil sonst... Ihr werdet sehen, aber wie gesagt, es hat halt wirklich nichts mit Simulation zu tun oder so. Das ist ein ganz neues Genre, wie bei uns auf dem Kanal. Und ich will eigentlich gucken, ob euch das soweit... Also ich will gucken, ob es euch gefällt, natürlich auch. Und weil ich es halt auch spielen will. Und wie gesagt, darum geht es ja hier auch beim Let's Play. Ich meine, es gibt genug Let's Player, die wollen damit einfach nur Geld verdienen und hast nicht gesehen. Wir zocken, weil wir Bock drauf haben. Und das ist auch gut so, kann man schon so sagen. Deswegen seht ihr bei uns auch noch keine Werbung oder sonst irgendwie. Also, außer natürlich, da ist ein Musikstück drin von irgendwas, wo dann YouTube wieder meckert, ja. Das ist, ja, GEMA und hast nicht gesehen. Also sonst habt ihr ja wirklich keine Werbung hier drin bei uns. Wir machen es einfach nur aus Fun. Und ich hoffe, dass ihr soweit alles so auch mitbekommt, dass es so ist. Irgendwann wollen wir natürlich auch das mit der Werbung machen und so, aber mir ist es zurzeit jetzt aktuell alles noch zu kompliziert, sage ich mal jetzt. Und ich will jetzt einfach nur zocken, ich will mich jetzt damit jetzt nicht beschäftigen. Einfach jetzt nur spielen. Später mal, wie gesagt, wir sind ja auch erst knapp einem halben Jahr jetzt, sind wir jetzt ja erst in der Let's Play-Branche und so. Und deswegen mache ich mir da noch überhaupt jetzt gar keinen Kopf so zwecks ja, Einnahmen von irgendwem, was... Also es gibt so viele Let's Player, ja, die fangen wirklich schon, ja, das erste, was sie machen, ist erstmal spende hier und spende dort. Und das finde ich halt sehr, sehr albern, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen hoffe ich ja, dass wir natürlich uns jetzt hier immer weiter verbessern mit der Qualität auch der Videos und dem Ganzen drumherum, sage ich mal jetzt. Was ihr da ebenfalls das alles so mitbekommt, so Stück für Stück. Ich meine, wenn man sich das erste Video anguckt, unser allererstes Let's Play mit dem Landwirtschaftssimulator, wie das noch aussah, ja, hat sich natürlich einiges, also nicht einiges, es hat sich schon eine ganze Menge getan. Und das innerhalb von... innerhalb von einem halben Jahr oder ein bisschen über einem halben Jahr ist es natürlich schon der Wahnsinn, ja, also man entdeckt dann immer, hier kann man noch ein bisschen was verbessern und hier kann man noch ein bisschen was verbessern. Eins, was ich halt immer schade finde, wenn ich das hier aufnehme, dass YouTube sich immer an diese Videos noch mal zu schaffen macht, noch mal neu rendert und diesen ganzen Gedöns, wird die Qualität halt noch mal ein bisschen schlechter. Wahrscheinlich, um die Qualität zu sehen, wie ich sie jetzt hier sehe, müsste ich wahrscheinlich in 4K aufnehmen, damit YouTube das dann runterrendert. Dann würdet ihr wahrscheinlich das Bild sehen, was ich hier sehe. Oh, und jetzt haben wir uns verbremst. So, es sind noch 5 Runden. Ja, also wie gesagt, das ist auf jeden Fall eine ganze Menge, was man hier mal so zu bereden hat auch. Und ja, da merkt man das schon. Wie gesagt, wir haben uns jetzt auch überlegt gehabt, wir machen jetzt auch nicht mehr so viele Let's Plays. Denn ich bin der Meinung, Qualität ist besser als Quantität. Meine, natürlich, ihr habt natürlich eine größere Auswahl, wenn wir dann halt hier wirklich pro Tag 3-4 verschiedene Videos von 8 verschiedenen Let's Plays machen, wenn die Qualität aber da natürlich dann drunter leidet. Und jetzt ist es halt der Fall, dass wir jetzt sagen, alles klar, wir wollen jetzt maximal 2 Multiplayer-Projekte an einem Tag und vielleicht noch ein Singleplayer-Projekt. Und tja, jetzt ist es ja aktuell so, dass wir nur den Landwirtschaftssimulator haben und Space Engineers. Die kommen jetzt aktuell nur versetzt, also in der Woche an sich ist jetzt ziemlich mau, was die Let's Plays angeht.
Deswegen, Project Cars ist ja jetzt nun am 7. erschienen, also vor genau 3 Tagen. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Kommt jetzt natürlich täglich jetzt eine neue Folge vom Project Cars, wo wir uns immer die Karrieremodus ein bisschen angucken, den Multiplayer-Modus, ein bisschen so daddeln mit dem Mike zusammen. Den kennt ihr ja bestimmt, also, oder vielleicht auch nicht, aus dem Landwirtschaftssimulator, aus dem Special 100. Folge. Leider nehme ich es da mit der PlayStation auf und tja, irgendwie nimmt er die Stimme von Mike nicht auf. Das ist auch, müssen wir mal gucken, wie das funktioniert. Das ist auch wieder ein ganz, ganz komisches Phänomen. Das werden wir uns alles mal. Aber wie gesagt, jetzt auf jeden Fall erstmal ein bisschen was vom Karrieremodus zeigen. Wie gesagt, ich kenne es ja auch nicht. Project Cars, also auf jeden Fall mal reingucken. Was auch wirklich sehr, sehr gut ist, ist Dirt Rally. Obwohl das richtig bockschwer ist, dieses Ding. Ja, und dann mit dem Ice Dragon zusammen, denn Race 07 im Multiplayer-Modus. Das Ding rockt genauso. Das macht auch richtig Spaß, es zu zocken. Obwohl Ice Dragon immer ziemlich weit hinten hängt. Ihr hört bloß die Stimme. Naja, so ist es weit hier. Wie gesagt, und wir werden es jetzt wahrscheinlich dann so machen, ich muss das alles nochmal ganz genau ausrechnen, ob wir dann jetzt nur noch Rennzeit von Formel 1, dass ich dann jetzt Qualifying hier alleine fahre, sage ich mal, und wir dann nur noch Rennen am Samstag und Sonntag dann sehen, dass wir das dann pünktlich schaffen zu Formel 1 2015, dass wir natürlich jetzt hier nicht 2 Formel 1 Let's Plays hier haben, sondern wirklich nur 1. Aber das hier vorher noch abschließen. Ich würde es nicht einfach abbrechen, weil es schade drum. Wir sind jetzt schon so weit, sage ich mal. Um jetzt zu sagen, dass wir es jetzt abbrechen. Deswegen muss ich mal gucken, wie ich das am besten mache. Auf jeden Fall müssen wir die abbrechen. Das Qualifying. Weil sonst schaffen wir es nicht. Ich weiß bloß noch nicht, ab welcher Folge, ob es jetzt ab der nächsten schon ist oder ab der übernächsten. Was denn wirklich nur nach Rennen kommt. Und das werdet ihr ja dann sehen, wenn das Rennen dann auf einmal dasteht. Ich werde euch natürlich noch ein bisschen was dazu dann erzählen noch zum Qualifying. Warum, wieso, weshalb wir jetzt auf Position bla, jetzt wie jetzt hier Position 3 sind. Aber es wird dann wahrscheinlich kein Bildmaterial erstmal dazu geben. Ich denke mal, ist nicht schlimm, weil euch interessiert sowieso das Rennen mehr als wie das Qualifying. Obwohl ich ganz ehrlich sagen muss, bei der Formel 1 finde ich Qualifying interessanter als das Rennen selbst. Wenn die dann wirklich dagegen die Zeiten fahren müssen, finde ich das so super, als wie wenn dann hier so ein Rennen wie jetzt hier. Ich meine, es ist ja nun wirklich so, dass ja Hamilton zurzeit unschlagbar ist mit seinem Mercedes. Dass da wirklich Rosberg oder auch Vettel mit Ferrari ziemlich weit hinten, also kommen nicht mehr so wirklich ran. Vettel hat es wirklich super gemacht gehabt mit dem Trick, also mit ein bisschen Taktik. Aber sonst hat Ferrari in dem Sinne nicht wirklich große Chancen, was so Angriff auf Mercedes geht. Deswegen ist da, ich sag mal, schon ein bisschen eintönig. Deswegen habe ich auch die letzte Saison abgebrochen, um gehabt, den zu gucken, weil man wirklich schon von vornherein gesehen hat, dass Mercedes viel zu überlegen ist. Was wirklich Top-Sache ist für Mercedes. Aber ich bin dann eher der Ferrari-Fan. Ich jetzt, weil Ferrari ist, an sich die Autos mag ich nicht. Ich finde, weiß ich nicht, so Ferrari war schon immer irgendwie sympathisch gewesen. Halt die Italiener halt, ne? Und deshalb, weiß ich nicht, stehe ich wahrscheinlich auf Ferrari, wie gesagt, nicht auf den Autos, sondern einfach mal auf das Land, wofür es dahinter steht, halt Italien. Oh, ja. Wie gesagt, dafür natürlich gut von Mercedes, schlecht für Ferrari und Red Bull, muss ich ganz ehrlich sagen, die kacken, also Entschuldigung für das Wort jetzt, aber die sind jetzt auch nicht mehr so super dabei, sage ich mal jetzt. Ja, die sind jetzt im Mittelfeld jetzt drin mit Ricciardo, denke ich mal nicht, dass da jetzt noch irgendein großer Sprung kommt von Red Bull. Aber da merkt man wirklich, dass die besten Fahrer raus sind, wie Webber und Vettel aus Red Bull. Und da wirklich zurzeit nichts zu befürchten ist. Aber halt, mit dem roten Pferd, da wird es noch interessant, auf jeden Fall diese Saison. Spätestens in der nächsten Saison
könnte es schon wieder extrem eng werden für Mercedes, wenn Ferrari dann mal ein bisschen Punkte holt, auch mal ein bisschen weiter nach vorne kommt, denn haben sie natürlich ein bisschen mehr Geld für Technik und hast nicht gesehen zum Upgraden und so. Auf jeden Fall wird das geil. Aber auch dieses Jahr bis jetzt, ja, kann ich nicht meckern, obwohl man halt schon wirklich wieder raussieht, dass Mercedes schon wieder die komplette Meisterschaft unter Kontrolle hat. Und da muss man gucken halt, ne? Aber wir sind ja jetzt auch schon jetzt hier, meiner Meinung nach, muss es jetzt das 9. Rennen sein. Also wir sind jetzt wirklich in der Halbzeit. Und jetzt im Echtlobe gab es jetzt so bloß 4 Rennen, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, 4 oder 5 Rennen. Also wir sind schon, haben jetzt natürlich schon einen gewaltigen Vorsprung jetzt so zu der realen Saison zu Formel 1 2015. Liegt aber auch daran, weil wir halt jede Woche ein Let's Play rausbringen von Formel 1 und manchmal ja in der Formel 1 2015 jetzt sogar 2 Wochen bis sogar 3 Wochen Pause manchmal dazwischen sind. Und wir machen ja auch keine Sommerpause. Das kommt auch noch dazu. Also, auf jeden Fall dranbleiben bei Formel 1 2015 und aber auch hier bei uns auf dem Kanal. Somit unterstützt ihr uns halt natürlich, dass wir auf jeden Fall noch weiter zocken, weil es bringt halt nichts, wenn wir jetzt hier, ich sag mal, zocken und keiner guckt sich das Video an. Ist zwar schon immer bitter, wenn es immer denn nur 2, 3 gucken, denn, aber ja, es gucken, dann sagen wir mal, Augen zu, weißt du, es gucken immer noch 2, 3, da wird es jetzt auch nicht abbrechen. Immerhin seid ihr unsere Abonnenten und warum sollt ihr darunter leiden, wenn halt nicht mehr dich dafür begeistern, sage ich jetzt mal. Da können wir es dann auch weiter zocken. Zumal wir dann halt, wie gesagt, wir sind jetzt in der Halbzeit. Es wäre jetzt wirklich dumm, jetzt da aufzugeben. Auf jeden Fall will ich in Formel 1 2015, wenn es denn raus ist für PlayStation 4, will ich auf jeden Fall mir mal den Multiplayer-Modus angucken. Meine Formel 1 2014 hier hat jetzt auch schon Multiplayer-Modus, aber das Spiel ist schon so alt. Und ich glaube, da macht es wenig Sinn jetzt. Auf jeden Fall sind noch Multiplayer zu zocken. Und was ich noch sagen kann, vielleicht nochmal so als Abschluss. Humble Bundle hat jetzt den Spring Sale gestartet. Also humblebundle.com. Da könnt ihr raufgehen und die haben jetzt ihren Spring Sale gestartet. Das heißt, jetzt 2 Wochen lang könnt ihr da jetzt richtig geile Schnäppchen abgreifen. Solltet ihr auf jeden Fall mal reingucken, wenn ihr Bock habt auf neue Spiele und jetzt aber auch nicht so viel Geld ausgeben wollt. Das ist jetzt aktuell, es sind mehrere Spiele, also es sind gut viele Spiele sogar drin. Da ist zum Beispiel This War of Mine drin für unter 10 Euro und das ist holler die Waldfee. Auf jeden Fall mal reingucken, humblebundle.com. Läuft dann auf jeden Fall noch 2 Wochen, wenn ihr dieses Video jetzt seht, dann gleich am Erscheinungstag, also sprich den Donnerstag, den Sonntag. Das müsste der 8.9.10. sein, meiner Meinung nach. Sonntag der 10. Wenn ihr das dann guckt, dann Humble Bundle auf jeden Fall mal gucken gehen. Schadet nichts, humblebundle.com. Zumal ihr da auch immer noch für einen guten Zweck, weil die spenden das Geld zum Teil und ja, ist ja auch noch für einen guten Zweck. Und aber halt saugünstig. So, das war jetzt, wir sind die letzten Kurven hier, wir sind jetzt im Ziel. Und da ist halt der Sieg. Mann, jetzt habe ich einen Frosch im Hals. Jetzt habe ich so viel gesprochen. Ich habe Flüssigkeitentzug. Erster. Felipe Massa ist Position 9. Ja, das war's. Super. 25 Punkte haben wir natürlich wieder. Platz 1. Ja, wir sind vom 3. gestartet. Du führst die Fahrerwertung nach wie vor an. Du bist immer noch die Nummer 1. Yes! Das weiß ich. So, jetzt gucken wir uns über den Abschluss. Das ist nämlich auch das Neue bei 2015. Es gibt wieder richtige Podiumsvideos, dass wir dann richtig auf dem Podium stehen. Bin ich gespannt, wie das denn aussieht alles. Somit verabschieden wir uns jetzt hier von Formel 1 2014 hier aus Großbritannien. Ich bedanke mich. Ich bin der Bio und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder hier zu Formel 1 2014. Bis dahin sage ich ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal.